Hallo, ich danke euch, dass ihr wieder einmal hier bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin Marisaru. Noch einmal, ich kann nicht mit direkten Worten sprechen, aber ich werde dafür sorgen, dass das, was ich sagen werde, verständlich ist, zumindest für die Leute, die schon ein gutes Wissen über dieses Thema haben. Wenn etwas zensiert und lächerlich gemacht wird, dann meistens, weil es genau ins Schwarze trifft und weil es für das System und die Kontrolleure der Erde gefährlich ist, wenn die Menschen zu viel über diese Art von Themen wissen. Doch nicht alles, was da draußen über dieses Thema gesagt wird, ist richtig. Obwohl jede Information, die dazu beiträgt, die Öffentlichkeit aufzuwecken und zu informieren, willkommen ist, ist vieles an diesem Thema leicht zu entlarven, was die allgemeine Bevölkerung, die an die Matrix glaubt, fälschlicherweise zu der Annahme verleitet, dass auch alles andere an diesem Thema falsch ist. Wie bei vielen sensiblen Themen dieser Art ist die harte Wahrheit am Ende viel komplexer als das, was die Allgemeinheit als etwas Reales verarbeiten kann, denn dieses Thema endet einmal mehr nicht nur auf der menschlichen Ebene, es geht viel weiter. Was ich heute mit dir teilen werde, ist das Ergebnis dessen, was ich bis jetzt über dieses Thema studiert habe, sowie die Ergebnisse und das Wissen, das die Teilgeber zu diesem Thema haben. Zuerst wollen wir uns die einfachen Fakten ansehen, die auch notwendig sind, aber bitte bleibe bis zum Ende, denn was ich als nächstes sagen werde, könnte irreführend sein, wenn es darum geht, wie ich dieses Phänomen wirklich sehe und erkläre. Wenn ein festes Objekt wie ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit und Kraft durch die Luft fliegt und eine bestimmte Menge Wasser in der Atmosphäre schwebt, hat es die Tendenz, an den Stellen im Flugzeug, an denen der Luftdruck am höchsten ist, zu Wasserpartikeln zu kondensieren, zum Beispiel an den Stellen in der Struktur, an denen die Luft komprimiert oder gezwungen wird, mit höherer Geschwindigkeit vorbeizuziehen, wie zum Beispiel an den Wirbelpunkten der Flügel. Diese Art der Wasserkondensation ist in der Regel sehr kurzlebig, manchmal dauert sie höchstens Sekunden. Sie bildet sich in der Regel an den Flügelspitzen, an der Basis der Flügel, am Seitenleitwerk und bei Hochgeschwindigkeitsflugzeugen an der Nase und bildet einen Kegel vor dem Flugzeug. Vor allem, wenn es die Schallmauer durchbricht. In diesem Fall hat die Wasserkondensation die Form eines Kegels, weil sie der Kontur der Bereiche mit dem höchsten Druck in der Luft folgt, die durch die Stoßwelle des Flugzeugs beim Durchfliegen der Atmosphäre verursacht werden. Dann gibt es noch eine viel langlebigere Version der sichtbaren Wasserkondensation als Nebeneffekt eines Flugzeugs, das durch die Luft fliegt. In großen Höhen, wo Verkehrsflugzeuge ihre Reisegeschwindigkeit erreichen, kann die Luft sehr kalt werden, manchmal in der Nähe von minus 40 Grad Celsius. Selbst in dieser großen Höhe, die oft über 10.000 Meter und näher an 15.000 Meter ASL, Altitude over Sea Level, liegt, gibt es je nach Wetterlage und Standort eine unterschiedliche Menge an atmosphärischem Wasser. Wenn ein großes, hochfliegendes Flugzeug vorbeifliegt, stoßen seine Triebwerke Abgase aus, hauptsächlich Kohlenwasserstoffe in verschiedenen Oxidationsstadien, da die Verbrennung im Motor nicht perfekt ist. Diese werden aus den Auslassdüsen des Triebwerks herausgedrückt, wie es beim Betrieb eines Turbofan-Triebwerks üblich ist. Das atmosphärische Wasser kondensiert um die Kohlenwasserstoffmoleküle, die das Triebwerk auf natürliche Weise ausstößt, und bildet kleine Eiskristalle, die die Kondensstreifen bilden, die du ständig am Himmel sehen kannst. Das Vorhandensein sehr kleiner fester Eiskristalle in großen Mengen kann eine Kettenreaktion auslösen, die dazu führt, dass weiteres atmosphärisches Wasser kondensiert und eine größere Wolkendecke über dem Gebiet bildet, das das Flugzeug durchfliegt. Ohne einen genauen Prozentsatz angeben zu können, ist die große Mehrheit dieser Streifen völlig harmlos und für die Biologie nicht gefährlich, da sie nichts anderes als kristallisiertes Wasser sind. Allerdings haben sie die Tendenz, lange am Himmel zu bleiben, selbst wenn sie durch Höhenwinde zerstreut werden. Wenn genügend Flugzeuge ein Gebiet überfliegen und die atmosphärischen Bedingungen günstig sind, können sie leicht den Himmel verdunkeln, sehr zum Ärger der Bevölkerung da unten, die zuvor einen sonnigen, klaren Morgen genossen hat, und das alles ohne jede weitere Verschwörung.
Dieser atmosphärische Kondensationseffekt wurde zum ersten Mal am Ende des Ersten Weltkriegs entdeckt, als Flugzeuge anfingen, große Höhen zu erreichen, um ihn zu verursachen, und er wurde sogar in der Luftkampftaktik eingesetzt, indem man das Kondensationswasser von Flugzeugtriebwerken als Tarnung verwendete, bevor man die feindliche Maschine angriff, die es bildete. Die im Internet verbreitete Theorie, dass diese baumwollähnlichen Linien in großen Höhen erst vor kurzem entstanden sind, ist also falsch. Doch gehen wir noch einen Schritt weiter. Obwohl dieser Effekt ein normales Nebenprodukt von Flugzeugtriebwerken in großen Höhen ist, wird er genutzt, um viel dunklere Dinge zu verbergen. Denn es ist sehr praktisch, andere Dinge damit zu verbergen. Zum Beispiel wenn die Kabalen Chemikalien verstreuen und versprühen und diesen Effekt als Maske benutzen. Es ist äußerst praktisch, Verkehrsflugzeuge zu benutzen, um ein Gebiet mit den gewünschten Chemikalien zu besprühen, über das sie laut Flugplan fliegen sollen. Daraus zu schließen, dass diese gewünschten Chemikalien dem Treibstoff des Flugzeugs beigemischt werden, wäre logisch. Mit wenigen Ausnahmen, wie im Fall von Graphen und Barium, würden die meisten Chemikalien und biologischen Wirkstoffe, die aus obskuren Gründen versprüht werden müssen, durch die hohen Temperaturen und den Druck in einem Flugzeugtriebwerk leicht zerstört werden. Viele außerirdische Rassen nehmen regelmäßig Proben von Flugzeugkondensstreifen, und wie ich oben schon sagte, zeigen die Ergebnisse, dass es sich dabei um nichts anderes als Kohlenwasserstoffe, erwartete Zusatzstoffe, Wasserkristalle und etwas anderes handelt, das ich gleich noch erwähnen werde. Es ist aber auch bekannt, dass viele Flugzeuge mit chemischen Sprinklern in den Tragflächen ausgestattet sind, und auch einige Verkehrsflugzeuge verfügen über solche. Mit diesen werden sehr viele Chemikalien versprüht, was bedeutet, dass die Vielfalt der Chemikalien je nach Gebiet sehr groß sein kann. Diese Chemikalien werden vor allem für das Cloud Seeding eingesetzt, das Teil der Wetterveränderungs- und Kontrollprogramme der Kabalen und ihrer Regierungen ist. Wetterkontrolle ist nichts Neues, sie reicht bis in die 1930er Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg zurück, und auch das Cloud Seeding ist kein Geheimnis mehr. Das Problem heute ist, dass die Wissenschaft seit diesen Anfängen große Fortschritte gemacht hat und das Wetter auf der Erde so stark kontrolliert wird, dass es schwer zu unterscheiden ist, ob es sich um ein natürliches oder ein künstliches Phänomen handelt. Die in der Atmosphäre schwebenden Chemikalien, die als harmlos gelten und zu den notwendigen Bestandteilen des Flugzeugtreibstoffs gehören, reagieren miteinander und lassen die Wasserkondensationseiskristalle über einen längeren Zeitraum schweben, was die Temperatur und damit die Winddynamik eines Gebiets verändert und die Strömung und Entstehung des Wetters kontrolliert. Fortgeschrittene wetterverändernde Systeme, die Energiestrahlen und Mikrowellen verwenden, benötigen einen bestimmten Prozentsatz an energiereaktiven Elementen, vor allem Graphen, Aluminium und andere Schwermetalle in der Atmosphäre, mit denen sie reagieren können, und diese werden in den Bestandteilen des Treibstoffs von Verkehrsflugzeugen nachgewiesen. Wie ich bereits oben erwähnt habe, enthält jedoch nicht der gesamte Flugzeugtreibstoff diese Bestandteile. Einem Flugzeug wird je nach Flugplan und dem von den Kontrolleuren gewünschten Effekt die eine oder andere Komponente zugeführt. Doch wie ich bereits sagte, handelt es sich dabei um einen sehr kleinen Bereich, in dem die große Mehrheit der Flugzeuge, die über uns hinwegfliegen, außer den logischen Verunreinigungen jedes verbrennenden Treibstoffs nichts auf die menschliche Bevölkerung abwerfen. Die Kabalen und die Mächte, die hinter ihnen stehen, nutzen spezielle Flugzeuge, um den Großteil der Versprühung vorzunehmen, darunter auch Militärflugzeuge, die meist mit großen Sprühdüsen ausgestattet sind. Es sind diese Flugzeuge, die auch biologische Komponenten auf die Gebiete und die Bevölkerung darunter sprühen, wenn du verstehst, was ich meine, denn ich kann es nicht direkt sagen.
Ja, Krankheiten und andere Dinge, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken, können beigefügt und versprüht werden, aber sie müssen mit speziellen Flugzeugen versprüht werden, da sie nicht dem Treibstoff von Verkehrsflugzeugen beigefügt werden können, da sie durch die Hitze der Triebwerke zerstört werden würden. Eine weitere Komponente, die in großem Maßstab gestreut wird, sind Graphenfäden, die einfach oder mit Nanotechnologie hergestellt sein können. Selbst die einfache Variante landet auf allen biologischen Organismen, Pflanzen, Tieren und Menschen. Da sie so klein ist, vermischt sie sich mit deren Zellstruktur und macht sie reaktionsfähiger für elektromagnetische Wellen, die die Kontrolleure über verschiedene Mechanismen wie zum Beispiel Telekommunikationstürme aussenden. All dies, um die Reaktionen und sogar die Denkmuster der geistig schwachen Bevölkerung einschließlich der Tiere und Pflanzen zu kontrollieren. Dies spricht für die Integration von künstlicher Intelligenz und den Versuch, die Zellbiologie damit zu verknüpfen, damit Computer Menschen, Tiere und sogar das Wachstum und die Reaktionen von Pflanzen auf das, was programmiert wurde, kontrollieren können. Ich spreche hier nicht nur von Transhumanismus, sondern auch von Transbiologie, und das wird ein Thema für ein weiteres Video sein. Diese Graphenmoleküle neigen dazu, aneinander zu haften, wenn sie in ausreichender Menge vorhanden sind. Dadurch entstehen spinnennetzartige Strukturen, die von der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten, wie zum Beispiel in Spanien, leicht zu erkennen sind. Wenn wir noch tiefer gehen, sind es nicht nur die Kabalen, die diese Besprühung vornehmen. In Wirklichkeit befolgen sie nur Befehle von höherer Stelle. Die Erde ist ein hochgradig kontrolliertes Matrixreich, das geschaffen wurde, um den inkarnierten Seelen die gewünschte starke emotionale Erfahrung zu ermöglichen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wichtige Faktoren wie das Wetter von der Galaktischen Föderation von außerhalb des Planeten kontrolliert werden. Das Wetter auf der Erde, einschließlich der Wirbelstürme und anderer extremer Effekte, ist nicht nur heutzutage kaum noch natürlich, sondern wurde schon immer stark von Nichtmenschen kontrolliert, von dem wirklichen Oberherren der Erde, den Göttern, wie die Alten sie nannten, die übrigens nur mehr Menschen sind. Der Teil der Wetterkontrolle, der dieses Phänomen betrifft, erfordert einfach eine synchronisierte, weltweite Berieselung mit den notwendigen Komponenten und Chemikalien, damit die Wetterkontrolle funktioniert. Und bei einer solch präzisen Koordination und der notwendigen exakten Platzierung in verschiedenen Höhen und Schichten der Atmosphäre wäre es unmöglich, dies nur mit Verkehrsflugzeugen oder sogar militärischen Spezialmaschinen zu erreichen. Sie brauchen etwas anderes, ein paar andere Maschinen, die viel effizienter und leistungsfähiger sind als die besten existierenden Militärflugzeuge. Jetzt muss ich mich an meine Hörerinnen und Hörer wenden, die meine Videos meist als Podcast hören, ohne auf dem Bildschirm zu schauen. Schaut euch bitte die folgenden exklusiven Bilder an, die ich euch jetzt zeige. Sie wurden von einem Mitglied des Taigetischen Teams aufgenommen und zur Verfügung gestellt. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ganze, vollständige Video könnt ihr in meinem Kanal auf Odyssey ansehen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. An alle Abonnenten meines YouTube-Kanals: leider wurden in der letzten Zeit Videos von YouTube gelöscht, und ich wurde vorübergehend gesperrt, und es wurde mir auch angedroht, meinen Kanal mit allen Inhalten zu löschen. Daher werde ich, wie schon letztes Jahr, als ich gesperrt war, auf meinen Kanal bei Odyssey ausweichen und von nun an alle Cosmic Agency Übersetzungen dort hochladen, um einer Löschung meines YouTube-Kanals vorzubeugen. Deshalb bitte ich euch, meinen Odyssey-Kanal zu abonnieren, damit ihr weiterhin Zugang auf die neuesten deutschen Übersetzungen der Plejadischen Botschaften ohne Zensur habt. Vielen Dank für euer Verständnis und euer Abo. Der Link zu meinem Odyssey-Kanal findet ihr in der Beschreibung.